Wer hat gewonnen? Am Wahlabend haben sowohl Netanyahu als auch sein Herausforderer Gantz den Sieg für sich reklamiert. Nun am Morgen danach liegt Netanyahu knapp vorne. Allerdings sind immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt, insbesondere die aus der Briefwahl fehlen noch, also die von Soldaten und Diplomaten. Und das könnte durchaus noch bis zum Wochenende dauern, bis wir ein endgültiges Ergebnis vorliegen haben. Wie viele Stimmen genau noch aus der Briefwahl kommen, wird geheim gehalten. Bei der letzten Wahl waren es aber knapp 300.000. Das heißt, es konnte durchaus noch etwas am Ergebnis verschieben, unter anderem auch daran, welche Parteien es über die 3,25%-Hürde geschafft haben. Auch das ist noch nicht ganz klar aktuell. Großer Verlierer ist in jedem Fall die Arbeiterpartei, also die Partei, die dieses Land quasi aufgebaut hat. Sie kommt nur noch auf eine einstellige Sitzzahl in der neuen Knesset. In den kommenden Tagen wird der Präsident mit den Parteichefinnen und Parteichefs Gespräche führen und danach demjenigen den Auftrag geben, die nächste Koalition zu bilden, der die besten Chancen dafür hat. Das ist in der Regel der Chef der stärksten Partei, es muss aber nicht so sein. Aktuell wird es danach aussehen, dass Netanyahu diesen Auftrag bekommt. Denn er hätte zusammen mit den anderen Rechten und Rechtsextremen eine Mehrheit. Danach gäbe es wahrscheinlich langwierige Koalitionsverhandlungen, um diese ganzen verschiedenen kleinen Parteien unter einen Hut zu bringen. Das wäre dann die Kunst des Kompromisses. Der Generalstaatsanwalt hat Anklage in 3 Fällen wegen Korruption gegen Netanyahu erhoben. Nun, am Tag nach der Wahl, bekommen Netanyahu und seine Anwälte erstmals das vollständige Dossier, was der Generalstaatsanwalt gegen ihn vorliegen hat. Das heißt, sie können nun damit beginnen, die Verteidigung vorzubereiten. Und wahrscheinlich in etwa 3 Monaten dann, im Sommer, wird Netanyahu seine Verteidigungsrede halten. Danach sind 3 Szenarien denkbar. Das erste, das unwahrscheinlichste ist, dass Netanyahu es gelingt, den Generalstaatsanwalt zu überzeugen, dass er beispielsweise in seiner Verteidigungsrede die Vorwürfe als Teil einer politisch motivierten Kampagne darstellt und der Generalstaatsanwalt die Anklage einstellt. Das ist allerdings das unwahrscheinlichste Szenario. Denkbar ist auch als zweites Szenario, dass die Koalition beispielsweise über diese Verfahren zerbricht, dass Netanyahu etwa in einem Jahr schon nicht mehr Premierminister ist. Als drittes Szenario ist allerdings auch denkbar, dass die Koalition hält und dass Netanyahu nicht zurücktritt. Das hat er bereits angekündigt, dass er das nicht tun würde. Und dass dann sich das Verfahren hinzieht über Jahre. Man kann auch in Berufung gehen. Es sind 3 Fälle. Es ist kompliziert und möglicherweise Netanyahu einfach über Jahre noch Premierminister bleibt.